Hallo liebe Freunde, ich bin Luba von Kalinkas Küche und gestern habe ich einen wunderschönen Tag, ein Geburtstag gehabt und es kam mir so vor, dass ich einen runden Geburtstag habe, weil meine Kinder wirklich ganz schön in Zeuge liegen. Die welche sind hier und die welche wohnen sehr weit, haben mir so eine wunderschöne Blumenstreusel geschickt, echt meine lieben Töchter und die Jüngste ist hier gekommen, hat die Urlaub genommen und hat mir einen wunderschönen Tag ermöglicht. Wir waren shoppen, wir waren essen, wir waren zu Thai-Massage. Es war echt wunderschön. Meine Enkelkinder haben mir wunderschöne Bilder gemalt und sogar so eine schöne Bücher gemacht mit den Herzchen und alles so für Oma, Oma, Oma. Die Blume von meinem Bein und der Schmuck. Obwohl, sage ich ihm schon, nee, kein Schmuck. Trotzdem hat er dieses Jahr mir auch Schmuck wieder geschenkt. Und von meiner Sohnfamilie haben wir auch schöne Blumen bekommen und die Alena sogar mir einen Kuchen gebacken. Und ich möchte euch nehmen in meinen kleinen privaten Einblick, wie es mein Tag verlaufen. Und wenn ihr Interesse habt, dann schaut ihr mal rein. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare. Und ich wünsche euch wirklich auch so viel Herzlichkeit, so viel Wärme, so viel Liebe in eurer Familie. Ich bin echt dankbar, dass ich so eine Familie habe, wo das liegt wirklich auf der ersten Stelle. Einander helfen und aneinander Freunde machen. Liebe in die Familie. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video anschauen. So, wo gehen wir hin, meine Liebe? Wenn du mich schon entführt hast, wo gehen wir? Wir haben viel Auswahl, wir haben ein großes Einkaufszentrum. Ja, ich bin für Kaffee trinken. Jetzt haben wir durch und werden wir trinken einen Tasse Kaffee, Cappuccino. Irgendwas Leckeres wird es jetzt geben. Ja, und dann gehen wir weiter shoppen. Es ist mein Geburtstag und die lasse ich mich verwöhnen von meiner lieben Tochter. So, und da ist die meine Kleine, welche hat mich heute entführt. Und Dankeschön. Immer wieder gern. Ja, wir warten jetzt einfach immer noch auf unseren Kaffee. Auf unser Käffchen. Große Tasse Cappuccino. Geschmackstest, Mom? Mhm. Vollgepackte Tüten. Wir waren erfolgreich, oder? Ja. Ja, dann starten wir zur nächsten Station. Nach vielen Jahren muss ich meinen Kleiderschrank Schrank komplett erneuern. Habe ich es geschafft. Juhu! Hast du geschafft. Alles klar. Dann machen wir weiter. Jo. Ja, Mutti, zweite Station sind wir angekommen. Meine Mama hat sich so gewünscht. Freust dich? Und wie immer, Mutti, Gewürze? Oh, das ist welche. Wow. Schön groß. Ja, so groß wie deine Hand. Ja. Na, tob dich mal aus, Mamatschka. Das ist diese russische Bohre, diese, was wir machen sollen, aus dem Quark. Und danach kann man machen diese leckere Schmelzkäse und so weiter. Das ist jetzt schon fertig. Kauft man nur Schmelz mit einem Apfel. Wenn ihr so einen Laden habt, könnt ihr gleich fertig machen. Und muss den in die russische Bohre machen. Danke für den Tipp. Na, was gefunden, Mamatschka? Sehr voll ist es nicht, aber es reicht. Oh.
Dritte Station geht jetzt zur Thai-Massage in die Lübecker Altstadt. Freust du dich? Mal sehen. Ich hoffe, du warst lieb. Na komm. Oh. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, liebe Mama, happy birthday to you. Dankeschön. Ich hoffe, du hast dir was Schönes gewünscht. Ja. Na, guck mal. Oh. Von der anderen Tochter, das sind von der anderen Familie von meinen Kindern, das sind noch ein riesiger, uiuiui, Wundchen. Das ist von meinem Mann. Und das Schmuck auch ist von immer gut. Mann. Ja. Oh mein Gott. Das ist ein Set. Oh, wow. So hübsch. Danke schön, mein Schatz. Das ist jetzt unsere letzte Situation von diesem Tag. Ganz auf die Runde von dem Tag. Es war wirklich sehr schön. Danke. Und danke. Ich habe die beste Familie. Da nascht schon jemand. Was machen?